Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play mit dem Bendix. Heute werden wir uns wieder damit beschäftigen, ein paar Werkzeuge zu bauen und uns generell ein bisschen zu verbessern. Und wir werden eventuell auch heute mal in dieses Dungeon reingehen. Ich meine, es ist nicht so weit entfernt. Ich habe immerhin eine Wollhose an und ich habe auch, den Mut dazu. Ja, ich werde dann allerdings nicht die beste, die beste Ausrüstung jetzt runternehmen. Wobei, die Steinaxt wäre schon ganz cool, weil die ist halt stärker als ein Diamantschwert eigentlich. So, ich brate mir noch ein bisschen Hammelfleisch. Ich weiß nicht, wie groß der Dungeon ist. Ich habe mir den nie vollständig angeguckt. Aber ich glaube, der ist insgesamt fast so groß wie so eine Mine. Also so ein Stollen in der Erde. Kennt ihr vielleicht aus Minecraft. So. Ist jetzt irgendwie auch schwachsinnig, dass ich den Bogen mit runternehme und Gefahr laufe, den zu verlieren. Obwohl ich ja noch gar keine Pfeile habe. Dann nehme ich aber auch mal den Feuerstein damit rein. Ein paar Stöcke. Na gut, auch eine Pfingstrose. Ein bisschen Faden. Ein Blaubeerbusch. Verrottetes Fleisch kann ruhig mit mir sterben. Wobei es das, wobei sie eigentlich schon tot ist. Wobei das Fleisch, Fleisch selbst stirbt nicht. So, dann bauen wir das mal ab. Und auch das. Eine Fackel wäre eigentlich ganz nett gewesen. Immer an der Steinaxt. Mann, ist das spannend. Am besten sneak ich auch nur. Aufgeregte Stille. Oh mein Gott, was ist ein Creeper? Ach Mann, ich bin richtig nervös. Okay, ich höre Zombies stöhnen. Ich sehe einen Creeper. Ich sehe eine... Kann ich das wagen? Ich werde auf jeden Fall getötet, bei meinem Glück. Jetzt kann ich zwar ein Skelett abschießen, aber... so nervös. Aber ich habe ja schon geschlafen, das heißt, ich kann die Sachen notfalls wiederholen und notfalls auch mit ganz leerem Inventar, weil die Sachen kurz stehlen und wow, alles holen. So, paar Fackeln und hoch. Auf jeden Fall direkt schon mal hoch. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Leute, ihr glaubt nicht, wie stressig das ist. Puh. Bringt das jetzt was? Ja, ich glaube schon. Und ich habe ein Laudanum. A Medical Tincture. Das heißt, irgendwas. Ich glaube, irgendein Heiltrank oder so. So. Ich bringe meine Beute erstmal nach oben in meine Truhe. Laudanum. Ein Apfel. Einen gebratenen Kabeljau. Und ein verzaubertes Buch, Wasserraffinität. So, ich habe allerdings im Moment noch keinen Amboss, weshalb ich damit nicht wirklich was anfangen kann. Ich habe eine Idee. Ich leere einfach mal mein Inventar ganz. Und dann werde ich mal gucken. Wenn ich da unten dann sterbe, ist es auch nicht wirklich schade drum. Ich verliere meine Erfahrungspunkte, aber mehr auch nicht. Und, Mann. Und die Erfahrungspunkte sind mir auch nicht wirklich wichtig. Das Holzschwert nehme ich doch mal mit runter. Aber Steinaxt, gebratenes Schweinefleisch und verzauberte Schaufeln, Weizenkörner. Lasse ich alles mal hier oben. Oh, die sollte ich noch mit reintun. Ich brauche nämlich keinen Löwenzahn. Der Löwenzahn kann verschwinden. Das ist zwar im Moment meine einzige Spitzhacke, aber eine Spitzhacke ist trotzdem nicht schwer zu craften. Und die Geräusche machen einen auch mega nervös. Der ist wohl durchgekommen. Hau ab. So. OMG, da kommen noch mehr Zombies. Nein, haut ab.
Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Nein, nein, haut ab. Haut ab. Nein, ich will... Kacke, ich hatte noch diese magische Hose an. Nein, nein. Okay. Ich meine, eine Steinaxt ist nicht so teuer. Also... So, ich nehme mal einen Apfel mit. Ein Apfel und Stein, eine Steinaxt. Und dann hole ich mir meine schöne Wollhose wieder. Ihr Schweine habt meine... Wow, 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 wow. Das war jetzt gerade übelst, übelst erschreckend. Nein! Oh, mein Grabstein. Oh, scheiße! Oh, Mann! Nein, nein, nein! Dieses Dungeon ist unter meinem Haus. Das kann auch nicht so schwer sein. Ich muss das wieder verschließen. Ich mache jetzt einfach mal den schönen Tisch kaputt. Ist mir egal. Ich muss das da mal aus Sicherheitsgründen verschließen. Gut, kann man nicht mehr durch. Da kommen. Meine Güte, meine Güte. Da muss ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. So. Dann. Ach du Scheiße. Ein Kleister, gut. Oh, hier sind auch Bienen im Haus, okay. Aber die können mir nicht wirklich was tun. Besitzer killt Chaos. Was sind Urwaldblumen? Ja, die sind zufrieden, geben aber trotzdem nichts. Schade. Wozu brauche ich denn eine Kiste mit Bienenwachs? Ich brauche eigentlich... Naja. So. Ich habe jetzt persönlich keinen Plan, was wir jetzt machen sollen. Ich wollte eigentlich ja mal persönlich gerne, ich persönlich wollte mal gerne zur Burg. So. Ihr kennt die Burg sicherlich. Die habe ich in der ersten Folge vorgestellt. Eine Art Festung, die ich hier in der Nähe gesehen habe. Ich glaube in der Wüste. Ja, und die wollte ich mal erkunden. Und dann halt eventuell auch ein paar Schätze plündern. Wenn da Mobs sind, dann komme ich eventuell nochmal mit ein bisschen Ausrüstung zurück. Das ist auch ein Blaubeerbusch. Den werde ich dann bei mir zu Hause auch pflanzen. Ja, aber ein Blaubeerbusch ist nicht schade drum, wenn ich den verliere. Beziehungsweise wenn ich sterbe und den verliere. So, und um ein paar... Wow, wow, wow. Endergolem, nicht in die Augen schauen. Ah, da sind ein paar Chickens. Chicken, Chicken, Chicken. Oh yeah. KFC. Komm. Okay, ich hoffe, ich komme hier jetzt raus, ohne zufällig Augenkontakt zum Ender-Golem zu haben. Weil der ist so stark wie ein Eisengolem. Und... Oh Gott, ich glaube, der steht jetzt direkt hinter mir. Ach du Scheiße, ich höre auch noch Skelette. Ja, perfekt. Perfekt. Da ist irgendein weißes Erz. Ich weiß nicht genau welches. Muss es jetzt aber auch nicht abfarmen. Und hier ist irgendein... Eine Ruine. Eine Ruine, perfekt. Allerdings ist es da unten vermutlich ein Dungeon. Welches es zu erforschen gilt. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal Spinnenweben. Und ich höre Zombies. Das heißt, ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Aber das ist langweilig. Ach, hier kann ich einfach so rein. Ich werde vermutlich abkacken, weil ich habe null Ausrüstung gerade. Aber, naja, ich werde es einfach mal erforschen. Und wenn ich Glück habe, schnappe ich mir was aus einer Kiste und bin dann ratzfatz wieder raus. Das hier vorne sieht irgendwie interessant aus. Ich glaube, hier könnte was drin oder in der Nähe sein. Ah, Mann, ich hoffe, ich erschrecke mich nicht schon wieder. Weil ich hasse das, wenn gerade so ein Minecraft-Monster direkt vor mir auftaucht. Und ich halt nicht damit rechne. Was ist das? Okay, ich habe das Gefühl, ich bin hier hoffnungslos verloren.
Ich muss mich hier jetzt einfach mal. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich gehe jetzt einfach mal zu der Festung. Weil. Die ist, halt über der Erde und das ist dann generell meist sicherer. Also ich meine, man kann besser fliehen zum Beispiel. Beispielsweise wäre ich jetzt in dem Spinnweben hängen geblieben auf der Flucht vor irgendeinem Monster. Dann wäre ich jetzt definitiv dran. Und ich meine, in der Festung gab es, mag es vielleicht auch Spinnweben geben. Oh, wow, wow. Endergolem. In der Festung mag es zwar vielleicht auch Spinnweben geben, aber... Gut, ich gucke ihn nicht an. Ach, hier ist Bronzeerz und... noch so ein anderes Erz. Ich meine... ich kann es jetzt einfach nicht mitnehmen. So, ich hoffe, ich finde jetzt auch mal die Festung. Also ich habe eine Ruine und noch was anderes gefunden bisher. Aber ich würde gerne halt in die Festung oder in irgendein Overworld, Kack. Oh! Ah, das ist perfekt. Das ist perfekt. Hier sind Hühnchen und wenn ich da drin vielleicht ein Schwert finde oder sowas, dann habe ich erstens ein Schwert gefunden, zweitens ein paar Federn. Yeah! Und da hinten ist ein Bienenkorb, den muss ich mir auch merken. Dann mache ich, halt vor meiner Haustür noch ein zwei Bienenkorb. Oh, Kacke. Der ist wie meine Katze, total anhänglich, aber selbst wenn man das nicht möchte. Das ist so, meine Katze bedrängt mich halt tatsächlich, selbst wenn man die wegschmeißen würde, würde die wiederkommen. Also ich meine, nicht in Müll oder sowas, aber... Na, was ist denn das hier? Ich habe das Gefühl, da ist was drin, aber... es sieht irgendwie aus wie irgendeine verwucherte Mauer oder so. Okay, ich denke, das ist nur eine verwucherte Mauer. Ansonsten erforsche ich es später nochmal genauer. Aber jetzt... jetzt sage ich nur, es ist eine Mauer. Hey, das hat sich gereimt, aber... ja, toll, ich bin hungrig. Ach, Mann. Zumindest was zu essen hätte ich ja mitnehmen können. So schlau hätte ich sein können. Ach, Mann. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach zu Tode schlagen. Grausam, aber das ist alles, was mir bleibt. Ach, das arme Schwein. So, jetzt kann ich wieder rennen. Und vielleicht finde ich ja noch einen Dungeon. Ich muss auch gleich schon wieder mit der Folge aufhören. Meine Folgen sollen so an die 15 Minuten dauern. Ja, habe ich in diesem Video eigentlich schon meinen Instagram-Account erwähnt? Okay, das klingt jetzt irgendwie auch etwas blöd, aber... ihr findet mich unter auf Instagram unter der_bendix. Also, unterstrich als Zeichen geschrieben, nicht der und dann unterstrich geschrieben. Ja, ich erkläre es auch etwas umständlich. Aber, ja. Ach toll, ich bin auch im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen, toll. Naja. Okay, ich komme also ohne Beute zurück. Ich, was sind das? Das ist eine blaue Orchidee. Mhm. Blueberry Bush. Ja, ich mache einfach mal einen Blaubeerbusch hin. So. Und hier raus mache ich mal etwas hellblauen Farbstoff. Und, ah ja, stimmt, meine Hose ist ja weg. Dann färbe ich die Hose hier oben. Lässt sich wohl färben. Ich bin so schlau. Schlaues Erkenntnis. So, ich guck mal, kann ich die hier jetzt noch anders oder heller färben? So. Ich sehe da wenig Unterschied. Wobei doch ein bisschen. Ja, doch. Ist meine gemütliche Schlabber-Jogginghose, die ich jeden Freitag trage nach der Schule. Nein, das ist tatsächlich so. Wenn ich, freitags nach der Schule ist das
eigentlich so, ich ziehe mir dann tatsächlich manchmal eine Jogginghose oder irgendeine gemütlichere Hose als eine Jeans an und ja, mach dann irgendwas, lese ein bisschen was, keine Ahnung. Mache ich nicht immer, aber mache ich schon manchmal. Und perfekt. Ich habe, Moment, ich habe sowieso gerade nichts Wertvolles im Inventar, dann wird mein, ja, ich muss sowieso jetzt aufhören mit dieser Folge, also ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!